Und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wir knüpfen nahtlos an der vorhergehenden Folge an. Und wieder dabei ist der Punky und ich. Hallo Espi, grüß dich. Ja. So, schön, dass ihr Wir auch hatten wieder in der eingeschaltet letzten. habt. Espi ist ja gerade ganz fleißig schon am Bewirtschaften bzw. am Vorbereiten für die Bewirtschaftung später. Und wir hatten ja auch vorhin das Thema gehabt, wie funktioniert es jetzt, dass wir hier ja auch die Felder bewässern können. Und da wurde mir gezeigt, mit einem kleinen Block, der reicht schon aus. Ja. Finde ich cool, könnte so ein kleiner künstlicher Brunnen sein, ne? Dann passt das. Und der SP ist ganz fleißig, fleißig am Hacken. So, du kannst ja schon mal das ganze Weizen abernten, Ja. ja, und die Samen, die dabei rauskommen, die kannst du gleich mal hier reinpflanzen. Alles klar. Das bedeutet, ich baue mir eine Hacke. Weil ich brauche eine Hacke zum Abmachen, oder? Weiß gar nicht, ob man eine Hacke dazu braucht, aber Wir probieren es mal ohne aus. bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Okay, geht ohne. Es geht auch ohne, dann machst du die ganze Pflanze kaputt. Ich wage mich zu erinnern, dass es auch möglich ist, einfach nur das Weizen zu ernten, ohne die Pflanze kaputt zu machen. Aber das fällt mir gerade nicht mehr ein, wie das funktioniert. Okay. Oder ob das auch nur durch Mod war. Okay, warte, dann werden wir doch mal was anderes handhaben. Wir brauchen ja bei diesem Spiel jetzt keine rechte Steinhacke. Aber letztlich ist es ja so, Wobei, dass wir wir haben das da Eisen. unten sowieso einstampfen werden, Ja. um dann hier oben anzupflanzen. Daher kannst du die Pflanze da unten ruhig kaputt machen. Oder wir können ja trotzdem ausprobieren, ob wir es auch anders hinbekommen. So, da haben wir schon mal eine schöne Hacke. Dann legen wir die Materialien wieder zurück. Lieber nicht benötigen. Und dann versuchen wir das mal mit der Hacke. Also ja, wenn ich da drauf drücke. Warte mal, mit F kann ich die Hände tauschen. Aha. Als meist mit dem Schild, okay. Es ist schwer zu erkennen, ob ich die jetzt komplett rausgenommen habe oder nicht. Wenn sie komplett rausgenommen hast, die Pflanze komplett weg. Und wenn noch was da steht, dann ist nur unten was da. Ja, okay, dann ist es So, das wahrscheinlich erkennt doch. man schon. Dann ist es wahrscheinlich doch eine Mod. Denn wie der Zufall will, das habe ich gestern Abend auch gesehen. Denn ich schaue gerade ein ganz, 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 ganz altes Minecraft-Video an. Beziehungsweise nicht Minecraft, das heißt mein Bauernhof. Und damit meine ich nicht mein, sondern mein. Was? Ja, Mining von Mining. Aha. Live in Sod. So, das heißt jetzt, wir pflanzen jetzt hier schon alles Was von an. dir? Let's Play von dir, oder? Nein. Aha. Ein Let's Play vom Galarol. Von seinen anfänglichen Let's Playen, glaube ich, teilweise sogar. Bin ich jetzt bei Folge 30 und habe noch 200 ein paar vor mir. Ich hatte ja zuerst sein Ego-Projekt geschaut und dann dachte ich mir so, mal gucken, was er noch so gemacht hat. Und dann habe ich das Minecraft gesehen und dann eben Live in the Wood. Und gerade durch das Thema Live in the Wood dachte ich so, das schaust du Hast dir du auch noch mal an. irgendwo Steine? Hast du noch Steine bei dir? Nee, hier nicht, aber ich kann welche mitbringen. Ich habe da unten ganz viele. Ich habe jetzt da erstmal hier gepflanzt. Ich kann ja noch mehr pflanzen, sehe ich gerade. Ups, da. Gut, kümmern wir uns mal gleich drum. Steine bringe ich aber mit. Ich pack mal Warte, eben wir müssen sowieso. Tafel. Was? Wir müssen sowieso uns hinlegen. Ach so, irgendwann. Ist es schon wieder soweit? Ist es schon wieder vorbei? Perfekt. So, sehr schön.
Du hast einen Stein hingeschmissen? Dagi, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Steine, die habe ich bei mir. Ach so, na gut, dann geh mal hoch. Die habe ich doch bei mir. Habt ihr doch versprochen, ich bringe sie dir mit. Ja. Ja. So, bitteschön, hier. Nee. Wie kann man eigentlich Danke komplett... Danke für das Steinschwert. Wie kann man denn Steine komplett schmeißen? Geht das gar nicht? Gibt es dafür keine Taste? Na, du kannst es rausziehen. Oder ja, aber ich kann es nicht mit Kuh irgendwie rausschmeißen. Nee, mit Kuh schmeißt du einzeln raus. Ja. Ja, nee, das ging dann nicht. So, genau. Können wir hier... Ah, siehst du, jetzt hast du natürlich schon alles so schön gemacht. Jetzt hätte ich gesagt, können wir hier einen Weg machen, damit wir da nichts kaputt machen. Aber egal, komm. Das machen wir woanders. Ja. Aber bei dir, SB, kann ich mir vorstellen, du hast wahrscheinlich das typische Minecraft beim Kronk geschaut. Ja. Hast du denn noch außerhalb von Kronk irgendwo Minecraft geschaut? Ja, bei verschiedenen. Also... Und was war, da immer so die Thematik? Also um was ging es dann da in der Regel? Ging es da ums... Du fragst mich gerade, was ich in den letzten 10 Jahren alles für Minecraft geguckt habe. Okay. Gut. Ich dachte, du wirst es halt aus dem Stegreif. Oh, schaut mal, das wächst schon. Oh, wie cool. Schön. Es könnte so idyllisch sein, okay, wenn die Zombies nicht werden. Ja. Wo du vor 8 Jahren eine Serie geguckt hast, was war da so wichtig dran? Was, vor 8 Jahren? Ja. Was für eine Serie habe ich denn vor 8 Jahren geschaut? Richtig! Ich muss gerade überlegen, warte mal, gab es da vielleicht überhaupt eine Serie vor 8 Jahren? Immer wenn ich meine Eltern besucht habe, durfte ich immer noch hier dieses Familienprogramm schauen, in Anführungszeichen. So, ab unter uns bis GZSZ aufwärts. Immer dann, wenn praktisch ich mitten in der Woche meinen Eltern mal Hallo gesagt habe. Was? Machst du hier gerade RTL-Werbung? Nein! Das ist eine Frechheit. Ist doch keine RTL-Werbung. Nein, das war absolut keine. Ich sagte doch nur unter uns. Ich meine, wir sind auch unter uns. Also jetzt gerade in diesem Moment schon. Wenn man aber in Bezug auf ein Fernsehprogramm unter uns erwähnt, dann kommt man um gewisse Sender nicht drum rum. Egal. Das stimmt. Wo hast du nächstes Weizen? Das habe ich hier in meiner Hand. Dann mach mal daraus Brot. Das wäre total crazy. Brot? Warte mal, dazu muss ich bestimmt in den Ofen, oder? Nein, musst du nicht. Nee? Muss ich nicht? Nein, musst du nicht. Muss ich tatsächlich nicht. Glaub mir doch. Ich glaub dir doch. So, ich hab noch mal Brot. Ich hab noch mal Brot gemacht. Wie viel Brot hast du? 9. Na dann, gib dir den 4. Wie geht denn das? Ich kann ja schlecht eins teilen. Aber ich kann eins nochmal weglegen. Das geht. So, dein Brot. So, hier, da, ja. Ich schmeiße das Brot vor die Füße. Hast du es? Ja, hab ich. Dankeschön. Bitteschön. Ja, genau, lass mal was essen. Oh, leckeres Brot. Aber weißt du, was fehlt? Die Marmelade. Nein. Oh mein Gott. Ja, was denn? Nutella. Brot ist so trocken. Oder Wurst oder sowas drauf. Hier, so ein Schaf. Wobei, nee, lass mal. Lamm ist nicht meins. Lammfleisch ist so absolut nicht meins. Du hast jetzt ja hier was Schönes gebaut. Was machst du jetzt? Machst du ihn kaputt? Nein. Und zwar. Ja. Muss das Schaf jetzt da rein? Gehege? Das Schaf soll hier nicht rein, ne? Nein? Okay. Hab ich die Zäune. Ich hab da, glaube ich, irgendwo Zäune gemacht. Ich hab da irgendwo Zäune gemacht. Mag sein, aber ich weiß nicht wo.
In einer der Truhen da oben. Ah, okay. Ja, 64 Stück. Gut, das und ist dann nochmal 35. Dann, ja gut, es geht ja nur 64er Stacks, deswegen. Zieh mal zwischen Holz und Steinpfeiler. Einmal. Genau. Und dann zwischen den beiden. Ja, super, da komme ich doch jetzt nicht durch. Nee, du kannst über Zäune nicht drüber springen mit einem. Warum geht das eigentlich nicht? Naja, weil sonst bräuchtest du keine Zäune machen. So. Die beiden da hinten, die und die hier verbinden. Was, die hier verbinden? Einmal komplett alles verbinden, ja. So, hast du noch Weizen übrig? Nee, ich habe da jetzt alles fürs Brot verwendet. Ja, kann ja sein, dass nur welche übrig waren. Nö. Gut, okay. Oder? Nee, tatsächlich nicht. Gut, weil wir müssen das Schaf jetzt irgendwie ins Gatter bringen. Ist es gerade drin? Halt! Gehst da jetzt rein? Du gehst da. Alter. Das Stimme ist, das Tier weiß genau, was gerade passiert. Ja. So. So, Holz. Was Holz? Holz brauchen wir jetzt mal. Noch mehr Holz, noch mehr Holz, noch mehr Holz, noch mehr Holz. Hey, kann das da drüber hüpfen? Ja, ganz. Was, wir können nicht über Zäune hüpfen, aber das Ding schon? Nein, das Tier kann hier über diese. Dings hüpfen. Über die Steine? Ja. Jetzt nicht mehr. Machst du so? Ja, dann machen wir es halt so. Sieht auch schöner aus. Kann man noch reingucken, also rausgucken. Ach, du weißt schon, was ich meine. Ja. So, das, die kannst du wieder wegnehmen, die Zäune. Welche? Die hier? Die kannst du wieder wegnehmen, ja. So. Weil das, wo du drin stehst, das soll unser Haus werden. Ah, das nächste Häuschen. Und du bist jetzt sicher, dass du dann so nah das Schaf da haben willst? Ja. Du weißt schon, dass es beim Schlafen ziemlich laut ist. Da kann man nicht ausgewogen schlafen. Also ich habe bei Minecraft noch nie gelesen, der Geräuschpegel ist so hoch, du kannst hier nicht schlafen. Oh Mann, oh. Du weißt wahrscheinlich genau, wie ich meine. Und lässt mich trotzdem auflaufen. Nicht nett. Ah, herrlich. Ist schon wieder unser ganzes Holz alle? Ja. Lol. Ein Auflauf. Lass ihn auflaufen. Warum ist er das schon wieder alle? Weil Holz für viele Dinge benutzt werden kann. Mhm. Das stimmt wohl. Gut, das heißt wohl, da müssen wir wieder mal in den Wald gehen und müssen noch wieder kloppen. Aber wir wollten doch jetzt mal ein Tierchen zähmen. Oder haben wir jetzt schon zähmen? Oder haben wir jetzt schon eins gezähmt? Wir haben dort ein Schaf eingesperrt. Stimmt. Ja, könnte man auch als Themen so werten, ne? Das ist ja. Das passt. So, dann gebe ich mal die Sachen, die wir jetzt hier rausgeholt haben. Die lasse ich jetzt, die tue ich wieder da rein. Was kann ich denn mit dem Fleisch machen? Kann ich mit irgendwas machen? Roter Farbstoff. Kann ich das Bett färben? Das nützt mir jetzt ja nichts. Um das Fleisch zu verarbeiten, muss ich doch bestimmt einen Ofen anschmeißen, oder? Muss es bestimmt kochen. Beziehungsweise, ja doch, kochen, braten, grillen.
Wo bist du gerade? Ach, du bist da. Es wird schon wieder dunkel. Ich meine, ich finde diesen Sonnenuntergang total cool, ja. Aber es ist ganz schön nervig, dass es schon wieder so schnell dunkel wird. Mhm, das stimmt, ja. Da gebe ich dir leider recht. Das ist echt nervig. Warum ist das eigentlich so schnell dunkel? Ich weiß es nicht, Pangi. Ich weiß es nicht. Und kann man das theoretisch beeinflussen? Ich glaube, das ist eines der wenigen Dinge, die man bei Minecraft nicht beeinflussen kann. Okay. Ohne Mods. Doch, man kann es beeinflussen. Ja? Aber man kann den Tag- und Nachtzyklus ausschalten. Mhm. Aber ich glaube, die Länge des Tag- und Nachtzyklus, das kann man nicht beeinflussen. Wieder was gelernt. Ja, und währenddessen wir jetzt hier warten, bis Espy mal wieder kommt. Ich weiß gar nicht, wer jetzt angefangen hat. Einfach, Espy, mach mal die Abmord. Währenddessen du hierher läufst, sag einfach mal Tschüss. Tschüss. Du hast es dir zu einfach gemacht. Herrlich. Schlaf, Punk, ich schlaf. Ist mir egal. Ich leg mich einfach dazu. Und sag mal in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal im Sonnenuntergang. Nee, Monduntergang. Nee, Sonnenaufgang. Also bis dann. Ciao.